Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, aber Michael Smolik wurde gestern in seinem Rematch gegen seinen ehemaligen Gegner Edison Franca ausgenockt und viele von euch haben direkt nach einer Reaction zu dem Kampf gefragt. Daher werden wir jetzt direkt mal auf ein paar der Highlights aus diesem Kampf reagieren und ich sage euch kurz meine Meinung zu dem ganzen Thema. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung. Ob Kampfsportartikel bei Kunpan oder die besten Supplements von Zack Plus. Mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr auf beiden Seiten immer mindestens 10%. Also, es gibt ein, zwei Sachen zum Hintergrund von den beiden, den ich sagen muss. Also, Edison Franca, wie man hier sehen kann, richtig durchtrainiert, also deutlich durchtrainierter, austrainierter als beim letzten Kampf. Warum? Weil die diesmal in einer anderen Gewichtsklasse gekämpft haben. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen haben die bei 93 Kilogramm gekämpft, das ist die Gewichtsklasse von Michael Smolik gewesen. Und Edison Franca hat gesagt so, ey, pass auf, ich mache das Rematch, ist kein Problem, aber du kommst jetzt runter in meine Gewichtsklasse, weil das letzte Mal bin ich hoch zu dir gekommen, ja. Er sieht also für seine Größe, für dieses Gewicht richtig gut aus. Auf der anderen Seite sieht man jetzt hier eben Smolik, ja, und man sieht sofort, dass er deutlich, deutlich schmaler ist, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Wenn ich mich nicht täusche, hat er bei der Waage 87 Kilogramm gebracht, also die haben sich Catchweight getroffen, ne? Anscheinend 84 Kilogramm hätte er vielleicht nicht geschafft, aber 87 Kilogramm hat er gepackt. Man muss aber auch direkt sagen, man sieht es halt einfach sofort. Ja, schaut mal, er sieht viel, viel, viel schmaler aus als bei seinen vergangenen Kämpfen. Und ja, so ein härterer Weightcut. Ich glaube, der hatte bei seinen letzten Videos, er hat ja immer wieder so Videos gepostet von seinem Weightcut und da hatte er schon echt oft ein bisschen Schwierigkeiten, 93 Kilogramm zu schaffen. Und jetzt 6 weitere Kilo, das kann einen natürlich echt, ja, einiges an Leistung kosten. Was man auf jeden Fall sofort Gegenüberstellung sehen kann, Edison Franca natürlich echt ein richtig Brocken, ja, ein richtiger Panzer. Smolik, der größere Fighter von beiden. So, ich habe den Clip vom Finish gesehen, aber ich habe die restlichen Ausschnitte aus dem Kampf noch nicht gesehen. Also ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Oh, gefährlicher linker Haken direkt von Edison Franca. Und wilder Schlagabtausch, ja. Edison Franca ist jetzt nicht der wildeste technische Boxer, aber er schwingt einfach und er scheint echt Power zu haben. Smolik steppt rein, versucht mit einer 1-2-Kombination und dann dem Sidekick ihn auf Distanz zu halten. Auf der anderen Seite Smolik noch nie, würde ich sagen. Ja, gut rausgemacht, kurz mit der Führhand rein und dann rausrotiert. Versucht hier immer wieder mit der Führhand zu treffen, gut den Kick abgefangen. Aber es ist wieder, ich sag noch nichts, warte, schauen wir uns komplett an. Oh, Franca schwingt, das ist der Clip, den ich auf Instagram gesehen habe. Der linke Haken trifft oben auf den Kopf, Smolik legt sich hin und der Ground and Pound brettert auf ihn ein. Er verteidigt sich nicht mehr, nimmt nur noch die Hände hoch und der Referee geht dazwischen und stoppt das Ring. Edison Franca gewinnt in der ersten Runde durch K.O. Jetzt, ich muss ein paar Sachen hier direkt bemerken und ein bisschen auch kritisieren. Ich werde jetzt nicht, ich werde nicht nachtreten, wenn jemand auf dem Boden liegt, weil das ist nicht mein Charakter, das ist nicht meine Art, habe ich gar keinen Bock darauf. Deswegen werde ich jetzt hier ganz normal objektiv begutachten und beurteilen, was in diesem Kampf passiert ist, ja. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist das ganze Thema mit der Psyche. Smolik hat 31 Kämpfe, glaube ich, im Profi-Kickboxen gemacht, unbesiegt, hat eine lange Zeit nicht mehr dieses Gefühl spüren müssen, wie es ist, besiegt zu werden. Ein Teil davon natürlich, weil seine professionelle Kickbox-Karriere wohl behütet wurde und eben so aufgebaut wurde, dass er zu einem gewissen Punkt kommt. Jetzt im MMA hat es ganz gut für ihn angefangen und dann kam jetzt dieser Edison Franca, ein Typ, von dem keiner großartig irgendwie erwartet hat, dass er vielleicht eine Überraschung liefern würde und dann kam er halt mit der Überraschung und hat Smolik einige harte Treffer verpasst in dem Kampf davor, wo man auch im Nachhinein dann gesehen hat, dass es Smolik gar nicht gut ging. So eine Niederlage kann der Psyche von einem Fighter extrem zusetzen. Also wirklich, viele Fighter können sich nach einer Niederlage überhaupt nicht mehr wirklich fassen und sich regenerieren. Und man merkt dann in ihrem Kampfstil danach, dass sie sehr zögerlich und zurückhaltend sind und vielleicht ein bisschen viel zu viel Respekt vor dem Gegner haben. Und ich finde, das sieht man auch hier direkt von Beginn an in diesem Kampf. Smolik wirkt ein bisschen hektisch und eine Sache muss ich einfach kritisieren, ja. Smoliks Boxen ist immer noch wirklich nicht gut. Ne? Hände sind unten, er haut Hände, die kommen zwar schnell, aber die sind technisch nicht so gut und dann Instinkt kommt irgendwie danach nicht richtig was. Schau mal. Er schlägt hier irgendwie wirklich, also ohne großartig Plan, sage ich mal, irgendwie die Hände raus, nimmt sein Kinn dabei hoch und versucht nach hinten rauszugehen.
und wird hier ein, zweimal dabei erwischt, ohne Deckung, ja. Wenn er wenigstens treffen und wieder seine Hände zurückziehen würde, dann hätte er die Hände hier vorne, um sich von den Händen von Edilson Franca verteidigen zu können. Und er schwingt halt einfach durch, weil er weiß, er trifft. Und das ist nicht die erste und die einzige Situation, in der es genauso kommt. Hier wieder. So, wenn ich mich nicht täusche, jetzt kommt hier wieder der Jab. Schau mal, er schlägt den Jab, öffnet sich extrem, bleibt stehen und kassiert direkt einen Treffer. Schaut mal hier, in Slow Motion. Zack, steht komplett offen. Er schlägt den Jab, ne? Seine hintere Hand ist hier, wie so ein Bogen spannt er diesen Schlag. Normalerweise, wenn du einen Jab schlägst, ne? Schlägst du einen Jab und hast die andere Hand an deiner Deckung. Entweder hier oder du nimmst sie sogar mit vor das Kinn, falls der Gegner selber einen Konter schlägt, dass du den Konter selber mit deiner hinteren Hand abfangen kannst. Das ist so ein bisschen Basic Boxen. Sollte ja eigentlich jeder, der ein bisschen geboxt hat oder so, schon mal trainiert haben. Edilson Franca timet das Ganze und kontert halt sofort hinterher. So. Hier hat Smolik das ganz gut gemacht, hat es geschafft, so mit Beinarbeit sich rauszurotieren, ne, und hat wieder die Cage-Mitte dann übernommen, während Edison Franca dann in den Cage reingelaufen ist. So, nochmal kurz Slow Motion, eine andere Aktion. Jab. Und ihr seht, irgendwie ist er sehr zurückhaltend und hat viel zu viel Respekt gerade. Also, er traut sich nicht ganz so explosiv, wie er sonst gemacht hat, auch so von seinen Drehkicks, von seinen harten, schnellen Kicks, sieht man jetzt nicht allzu viel, sondern er versucht irgendwie mit dem Boxerischen, was er eigentlich nicht so gut drauf hat, jetzt gerade Edilson Franca von sich fernzuhalten. Möglicherweise hat er die Sorge, falls er einen Kick auspackt, dass Edilson Franca diesen abfängt, ne, reingeht, Distanz verkürzt und ihn zu Boden bringt und dann den Boden ihm bearbeitet. Aber es ist halt seltsam, dass er seine größte Stärke hier gerade gar nicht wirklich einsetzt. So, da hat er einen Kick gut abgefangen, kam nicht mehr viel hinterher. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste jetzt die abschließende Aktion kommen. Okay, und hier sind auch wieder ein paar Sachen, die man einfach bemerken muss, ne? 2 Minuten in der ersten Runde sind jetzt hier vorbei. Edilson Franca schwingt den rechten Haken. Smolik hat halt nach seinem Schlag hier wieder absolut keine Deckung und wird deswegen getroffen, ne? Das ist Nummer 1. So. Und jetzt, das ist halt etwas, was ich nicht ganz verstehe. Was ist diese Deckung jetzt hier von ihm? Das ist typisch, wie gesagt, ich will niemandem nachtreten, wenn er am Boden liegt oder so, aber das ist dieses typische, wenn ihr mal einen Anfänger oder so beim Sparring beobachtet habt, wenn er einen harten Treffer kassiert und dann so ängstlich die Beine hochnimmt und versucht sich irgendwie zu decken, ohne die Beherrschung über die Situation gerade zu haben, ohne die Übersicht über die Situation zu haben. Genau danach sieht es aus, schaut mal. Er zieht das Bein hoch, nimmt die Hände runter, versucht sich von diesem Körpertreffer hier zu schützen und kassiert deswegen einen linken Haken, weil er halt seine ganze komplette Deckung einfach geöffnet hat. Schaut mal. Zack, linke erwischt ihn perfekt am Kinn. Er klappt zusammen, Edilson Franca geht hinterher, schwingt hier ein paar richtig harte Hände und Smolik steckt hier halt in sichtlichen Schwierigkeiten. Ob das jetzt ein Treffer war, der ihn wirklich hardcore angeklingelt hat, weiß ich nicht. Möglicherweise ist es halt auch einfach, wie gesagt, seine Psyche. Ich weiß nicht, ob der Druck vielleicht einfach ein bisschen zu hoch war. Ich, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, aber es sieht für mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen danach aus, als wäre er unter dem Druck vielleicht eingeknickt. Ja, das ist meine ehrliche Meinung jetzt. Und das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Für mich sieht es aus, als wäre er der Situation einfach nicht gewachsen gewesen und ist allgemein viel zu viel Respekt in diesen ganzen Kampf reinspaziert. Und es ist halt einfach genau dasselbe, was ich kritisieren muss, was ich schon zuvor kritisiert habe, und zwar sein Boxen. Sein Boxen, wenn er wirklich, angenommen oder jetzt vorausgesetzt, er sagt, ey, pass auf, scheiß auf diese Niederlage, ich komme stärker zurück und so, ne? Er muss wirklich sein Boxen verbessern. Wirklich. Wenn er irgendwo bei den wirklich guten Leuten mitmischen will, dann geht das nicht mit diesem Boxniveau. Es geht nicht. Ich will mich nicht als den besten Boxer oder irgendwas betitelt. Bin ich auch betiteln? Bin ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch ein bisschen so ein Holzkopf, so ein Brawler und so. Ich kann ein bisschen technisch boxen, aber ich bin so der Typ, der lieber ein bisschen geil brettert, ne? Aber dennoch, man sieht halt, dass ihm gewisse Basics einfach fehlen. Den Kampf hat er nicht verloren,
weil Edison Franca dieses unbezwingbare Monster ist oder sowas. Rein körperlich sollten die ungefähr auf gleicher Höhe sein, ja? Edison Franca ein bisschen kleiner, ein bisschen kräftiger, Smolik eben der größere, vielleicht athletischere, schnellere, explosivere. Also, ne, die haben beide ihre Vorteile. Smolik hat seine Vorteile aber in diesem Kampf gar nicht ausgenutzt. Also es liegt nicht am Körperlichen, dass er diesen Fight verloren hat, sondern am Mentalen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ihr wolltet unbedingt, dass ich auf das ganze Ding reagiere. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu, zu diesem ganzen Ding, in die Kommentare schreiben. Aber tut mir bitte einen Gefallen. Bleibt respektvoll. Ja? Ich weiß, viele Leute werden das jetzt feiern. Die werden sich darüber freuen, dass Smolik jetzt auf diese Art und Weise verloren hat und vielleicht ausgenockt wurde. Aber ich habe da keinen Bock darauf. Ja? Ich sag euch ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es jetzt der letzte Fight von ihm war. Ja? Es ist dennoch interessant zu sehen, wie so halt seine Entwicklung ist, auch wenn er jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen stecken geblieben ist und das jetzt eine schwierige Phase für ihn sein wird, aber schauen wir mal, wie er sich halt weiterhin dann entwickelt. So, das mehr habe ich zu diesem ganzen Ding eigentlich auch nicht zu sagen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht, nee. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, schreibt euren Kommentar, drückt einen Daumen hoch. Hier oben irgendwo ist das nächste Video und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich schon im nächsten. Und zwar ist es dann die Reaction auf den Lomachenko gegen Devin Haney Kampf. Weil ich habe mitbekommen, da ist einiges passiert. Ich konnte den Kampf leider heute noch nicht anschauen, deswegen gab es keine Reaction dazu. Aber morgen kommt das ganze Ding dann online. Auf geht's, haut rein, ciao, ciao.